Wir möchten uns heute mal anschauen, was passiert, wenn man Pumpen in Reihe oder parallel schaltet. Wir werden uns dies erstmal in einem reibungsfreien System anschauen und danach in einem reibungsbehafteten. Zu Anfang gehen wir davon aus, dass der Volumenstrom die Geschwindigkeit mal die Fläche ist. Die Fläche wird sich in unserem Versuchsaufbau jetzt nicht ändern, also hat eine Änderung der Geschwindigkeit eine direkte Änderung des Volumenstroms zur Folge. Außerdem ignorieren wir sämtliche Verluste durch Höhen. Unsere Flüssigkeit hat anfangs die Geschwindigkeit V0 und wird dann von der ersten Pumpe in einer Reihenschaltung auf die Geschwindigkeit V1 beschleunigt. Die zweite Pumpe macht das gleiche, sie beschleunigt wieder die Flüssigkeit auf die Geschwindigkeit V1, also hat sie eigentlich keinen Einfluss auf den Volumenstrom, da sie ja die Flüssigkeit ja nur auf die Geschwindigkeit V1 beschleunigen kann. Wir können also davon ausgehen, dass der Volumenstrom, den eine Pumpe erzeugt, auch der Volumenstrom ist, den wir in einer Reihenschaltung am Schluss haben. Bei einer Parallelschaltung sieht es so aus, dass wir auch die Flüssigkeit mit der Geschwindigkeit V0 am Anfang vorliegen haben, wird dann von beiden Pumpen auf die Geschwindigkeit V1 beschleunigt. Jetzt ist es aber so, dass sie ja in eine gemeinsame Rohrleitung fördern. Also wird hier die Geschwindigkeit, addieren sich hier die beiden Geschwindigkeiten V1 zur Geschwindigkeit V2. Und damit können wir sagen, dass der Volumenstrom von einer Pumpe addiert mit dem Volumenstrom der anderen Pumpe der Volumenstrom ist, den wir am Schluss in der Rohrleitung haben. Wenn wir uns jetzt den Druck anschauen, wie sich der Druck verhält, zum Druck ist noch zu sagen, dass wir bei unserem Pumpendiagramm immer eine Höhe haben. Und diese Höhe ist im Grunde nichts anderes als den Druck, den eine Pumpe erzeugen kann, auf Höhe umgerechnet. Und davon gehen wir jetzt mal aus. Wir haben also am Anfang die Flüssigkeit mit einem Druck P0, den wir jetzt einfach annehmen. Die erste Pumpe schafft jetzt eine Druckdifferenz von 1, also schafft es die Flüssigkeit auf den Druck P1 zu bringen. Die zweite Pumpe macht jetzt wieder nichts anderes, als eine Druckdifferenz von 1 herzustellen. Also haben wir am Ende den Druck P2 in unserer Rohrleitung. Können also sagen, dass die Druckdifferenzen der beiden Pumpen addiert, die Druckdifferenz ist, die wir insgesamt in unsere Schaltung aufbauen können. Bei der Parallelschaltung sieht es jetzt allerdings so aus, dass wir am Anfang zwar auch wieder den Druck P0 haben, beide Pumpen auch die Druckdifferenz von 1 herstellen, allerdings fördern sie ja in die gleiche Rohrleitung. Also haben wir da auch den Druck P1, da sich die Drücke ja nicht, in diesem Fall ja nicht addieren. Und damit ist die Druckdifferenz, den eine Pumpe herstellt, die Druckdifferenz der gesamten Schaltung. Ja, wie sieht das jetzt aus in einer konkreten Aufgabe? Normalerweise haben wir die Pumpenkennlinie gegeben, die ist hier in blau dargestellt, in rot noch die Anlagenkennlinie, die können wir erstmal ignorieren. Und ich würde jetzt am Anfang mir drei Punkte raussuchen auf dieser Pumpenkennlinie. Die Koordinaten notiere ich mir dann. Bei einer Reihenschaltung ist es jetzt so, wie wir eben gesehen haben, die Höhen verdoppeln sich. Also nehme ich immer jeweils die Koordinate der Höhe und verdoppel sie, den Wert. Und kriege damit dann drei neue Punkte. Und mit diesen drei neuen Punkten kann ich dann mit einem Gaußschen Algorithmus oder einer ähnlichen Funktion mir meine neue Kennlinie berechnen und dann diese auch eintragen. Ihr könnt statt dem Gaußschen Algorithmus das Ganze auch mit einem Gleichungssystem lösen oder sonst was. Ich werde euch ein Video verlinken, wo der Gaußsche Algorithmus erklärt ist. Ich finde das recht übersichtlich und mit dem lässt sich auch schnell rechnen. Im Notfall kann man das auch mit einem Taschenrechner machen. Das erkläre ich mal vielleicht in einem anderen Video. Bei einer Parallelschaltung gehen wir ganz ähnlich vor, nur wie wir eben gesehen haben, verdoppeln sich hier die Volumenströme. Also machen wir hier das gleiche wie bei der Reihenschaltung. Wir nehmen die eine Koordinate und multiplizieren sie mit 2. Hier ist es der Volumenstrom. Das machen wir aber nur, weil wir natürlich davon ausgehen, dass beide Pumpen den gleichen Anteil fördern. Also dass beide Pumpen die gleiche Leistung haben. Wenn wir diese drei Punkte haben, können wir wieder unseren Gaußschen Algorithmus abfahren und damit dann unsere neue Kennlinie berechnen. Jetzt haben wir unsere Kennlinien, aber meistens wird nach dem Betriebspunkt der Anlage gefragt. Dazu brauchen wir, um den Betriebspunkt erstmal überhaupt von einer Pumpe zu errechnen, brauchen wir unsere Pumpenkennlinie. Dazu nehmen wir die Anlagenkennlinie und der Betriebspunkt ist jetzt der Punkt, wo sich diese beiden Graphen schneiden. Und dazu setzen wir die beiden einfach gleich, dann kriegen wir diesen Punkt. Und dieser Punkt stellt dar, der
bei einem bestimmten Volumenstrom den Widerstand, den unsere Rohrleitung liefert, plus den Druck, den unsere Pumpen schaffen können. Also genau der Punkt, in den die Pumpe in die Rohrleitung fördert, wenn wir sie mit diesem Volumenstrom laufen lassen. Wir haben jetzt allerdings nicht mehr die originale Kennlinie, sondern wir haben uns jetzt meinetwegen eine Reihenschaltung vorgenommen und haben damit jetzt unsere neue Kennlinie ausgerechnet. Also setzen wir wieder die Kennlinie mit der Rohrleitungskennlinie gleich, können damit dann unseren Schnittpunkt berechnen. Und da schau an, die Betriebspunkte ist bei den Betriebspunkten ist jetzt nicht so, dass wir einfach beim Betriebspunkt die Höhe verdoppeln oder den Volumenstrom verdoppeln, sondern bei unserem neuen Betriebspunkt hat sich der Volumenstrom und auch die Höhe ein bisschen geändert und deswegen ist das die einzige Art, wie man den neuen Betriebspunkt errechnen darf oder sollte. Ja, am Schluss noch ein kleiner Merksatz, der hat uns irgendwie immer ein bisschen geholfen. Reihenhäuser werden immer nach oben gebaut und Parallelhäuser immer in die Länge, weil so konnte man, weiß nicht, kann man irgendwie einigermaßen die beiden Schaltungen auseinanderhalten. Und ja.